Also stellt mir Fragen auf meinem AskFM-Account, der Link ist in der Beschreibung. Dann beantworte ich die Fragen in den nächsten Folgen, so kleine FAQ-Folgen werden es dann. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shy. Nach einer langen Zeit kommt jetzt endlich mal wieder eine Folge und mit dabei ist der Steel mit in der Konfi hier. Moinsen. Moinsen. Und yo, in der Zeit ist vieles passiert und zwar haben viele Leute haben Shy aufgehört, wie zum Beispiel auch Spybye, der ist jetzt hier nicht mehr mit in diesem Dorf hier, in diesem kleinen Dörfchen hier. Hier lebt nur noch ich. Ja, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich kann ganz normal noch Schein weitermachen, wenn ihr das natürlich wollt. Also schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ich noch Schein weitermachen soll. Weil ich habe eigentlich noch Lust auf Schein. Um hier auch noch, die hier so Towncraft oder so anzufangen, bringt jetzt nichts mehr. Aber hier halt so neue Pro, also so neue Sachen hier zu machen, neue Aktivitäten zu machen. Das ist natürlich ganz lustig hier. Zu Trollolols oder so. Und ich reise jetzt erstmal direkt zu. Ich habe jetzt hier so ein riesen Telepad-Locations. Und könnt auch mal in die Kommentare schreiben, mit wem ich mal aufnehmen soll. Es leben ja noch ein. Also, es leben noch ein paar. Warte, ich reise mal hier einfach hin. So, wo bin ich denn hier? Ihr könnt da in die Kommentare schreiben, mit wem ich mal aufnehmen soll. Ein paar haben schon anscheinend aufgehört, ein paar noch nicht. Also zum Beispiel Early Boy und Balui und so, die machen noch weiter. Und ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, weil ich reiß mal nach da oben. So. Ich hab drei Dirt. Klasse Typ. So. Und ja, genau. Oh, ich muss jetzt hier reinkommen. So. Bam, bam. Wo geht's hier raus? Ach. Ich geh jetzt einfach mal hier rein. Und jetzt, ich wollte nämlich noch was machen. Also in den nächsten Folgen wollte ich auch noch was zu euch sagen, und zwar, ob ihr vielleicht mir Fragen stellen könnt auf AskFM, die ich dann in den nächsten Folgen beantworte. Also stellt mir Fragen auf meinem AskFM-Account, der Link ist in der Beschreibung. Dann beantworte ich die Fragen in den nächsten Folgen, so kleine FAQ-Folgen werden es dann. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein, was geht denn hier ab? Was läuft denn hier rund? Aha. Ah ja, genau, ich könnte jetzt mal in dieser Folge. Könnte ich in eine neue Dimension gehen, und zwar in diese, in so eine, ich weiß nicht, wie die heißt irgendwie Sky Dimension oder so. Ich weiß nicht, ob das das hier ist oder ob das das E, ob das hier, ah, das ist das hier. Okay, hier war ich auch noch nicht drin. Jetzt verziehe ich mich einfach mal rein. Und es sieht hier auch ein bisschen eine kürzere Folge. Unten sind ein paar Banausen, Yetis sind da unten. Ey, kommt hier, Mann, was wollt ihr denn? Hey! Mann, bleibt stehen. Greifen Sie mich an? Nein. Hallo. Hallo, was geht denn? Hallo. Jeje. Aua, hat mich geschlagen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob nun dann, Bam. ähm, Und auch so lustige ob er Aktionen. leuchten soll. Ey. Und auch so lustige Aktionen, die ich mal machen könnte. Irgendwelche Trollolols. Könnt ihr auch mal reinschreiben? Leute, sind überall Crafting Tables. So, irgendwelche Trollaktionen, die ich mal mit den weiteren Shine-Mitgliedern, die noch drin sind, mal anstellen soll. Schreibt einfach mal eure Wünsche und eure Vorschläge in die Kommentare. Und ich habe eigentlich noch vor, weiter Shine zu machen, weil das kann man natürlich besser aufnehmen und das eigentlich würden dann eher weniger Folgen, weniger Videos kommen, wenn nicht Shine weitergemacht wird. Oh, ich gehe mal in das Dungeon da hinten. Oder hier mal rein? Geht es hier überhaupt? Oh. Hallo. Ach, hier ist so ein Dungeon. Wo ich auch mal unter unserem Haus hatte. Ach, das ist aber schon leer. Ja, das ist ja klar, dass es schon leer ist. Mann, ey, was ist denn das für eine Scheiße hier? Aua. Aua, was ist das denn? Das ist ja böse. So, dann gehe ich mal wieder hoch. Sonst läuft es hier nicht. Oh, das Wasser. Hier, Dankeschön. Jojo. Oh, das sind gefrorene Creeper. Autsch. So. Bam. Was ist das hier? Hier war ich noch nie drin.
Sondern ich habe nur einen Dungeon mal gespawnt, hat Karlslo mal gespawnt bei unserem Dorf, in unserem Haus hat er mal so ein Dungeon hier gespawnt. Bam, bam. Also ich wollte eigentlich noch Schein weitermachen, nur ich weiß nicht genau, was ich hier für Aktionen, für Action-Maction machen soll in Schein. Also ihr müsst mir da echt helfen. Zum Beispiel so Fragen- und Antworten-Videos oder so lustige Aktionen, die ich den anderen Scheinmitgliedern noch antun könnte. Sozusagen. Hä? Warum kriege ich da nichts raus? Lal. Brauchen wir vielleicht eine extra Spitzhacke oder so? Könnt ihr auch mal alles in die Kommentare schreiben, dies, das. Bam. Okay. Und da hinten, ja. Okay, dann gehe ich einfach mal wieder zurück. Okay, das war diese Dimension. Die ist, glaube ich, nicht so besonders. Aua. Die ist, glaube ich, nicht so epic. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo der Spy bei meine Dingens seine Rüstung reingelegt hat. Die könnte ich ja dann benutzen eigentlich. Die Onyx-Rüstung. Weil die haben alle noch Zutritt, die ausgetreten sind. Die haben alle noch Zutritt auf den Server. Aber nehmen halt nichts mehr auf. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So. Bam, bam. Also askfm/nunanyt könnt ihr mir eure Fragen stellen, die ich dann schon nächste Woche, also nächste Folge, beantworten werde. Dies, das. Bam. Hä, wo ist jetzt das Portal? Ach, hier oben wahrscheinlich. Ah, ne, da oben ist es. Bestimmt. Das ist es, das ist es. Bam, bam. Weil die Firma ist das, was dich bewegt. Ich könnte auch noch am Dorf weiterbauen. Ich hätte noch ein paar Ideen, die ich mal im Dorf da verwirklichen kann. Weil das ist natürlich dann nur noch das Nunansche Dorf. Oder vielleicht ein Iron Golem oder so. Also, huja, hier. Ja, huja, hier. Eine Baxter-Herde. Oder ein Penis. Könnte man auch theoretisch machen. Das ist ja auch richtig geil. Ja, das wäre schon epic, das ganze Ding. Hä? Warum kann ich die Truhe nicht öffnen, hallo? Oder deine Sachsen. Deine Sachsen-Anstalt. Deine Sachsen sind als Sachsen geboren. Juhu! Ah, ich falle. Nee, doch nicht. Ich falle. Nee, doch nicht. Ach, hier habe ich irgendwo mein Ding ins aufgesetzt. Hier war das. Genau, das ist es. So. So, und ich komme wieder nach Hause. Zu Hause, Bruder. Ich lag immer rum gleich, wenn ich mich rumporte, dann lag ich immer rum wie Scheiße. Erstmal. So, ich gucke mich jetzt... Und... Ah ja, genau, was ich noch sagen wollte. Ich habe jetzt hier auch den Camera Studio Mod installiert für Shine. Und jetzt könnte ich theoretisch hier so geile Kamerafahrten machen. Und hopp. Und warte, ich probiere das einfach mal aus, ob das geht. So als nicht. Na gut, ich lag noch rum. Ich lag rum, hallo. Ich lag rum. Ja, hallo. Lau. Ich lag noch rum, warte kurz. Ich läge. Hallo. Moin. Läge ich so hart? Läge ich auch bei dir rum? Nö. Ich läge immer hart rum. Ich weiß auch nicht warum. Wenn du in der Strecke hin bist. Ja, ja, das ist normal. Das ist wahr, ja, ja. Ah, jetzt geht's wieder. Läuft. Nee, doch nicht. Jetzt erholt sich sogar. Oh Mann, ey, was ist das denn? Ah, jetzt. Glaube ich. Oder? Ja. Jetzt geht's wieder, jawohl. So, jetzt kann ich den mal ausprobieren. Und zwar setzt man hier einfach jetzt einen Keyframe. Mach jetzt einfach mal hier oben in dem Turm, da mache ich mal einen Keyframe. Da mache ich einfach mal so eine Kamerafahrt hier über das Dorf. Ich weiß nicht, ob das geht oder ob man da irgendwie Game Mode braucht. Ich mache mal da so eine Kamerafahrt dahin. Ich setze hier mal so einen Keyframe. P, genau, Point 1. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das installieren darf. Aber YOLO. So, und dann einfach mal hier hin. So, dann mal hier in die Richtung. So. Und
Dann noch mache ich YOLO-mäßig. Dann noch hier einen hin. So, und jetzt mal slash. Ne, da muss ich K drücken. Ah, da fliegt er denn nun an. Der Kameramann, Kameraman fliegt da. Okay, da muss ich einstellen hier, wartet. Cam Third Person, Players View. Ne, da so. Jetzt mal K. Ah, jetzt. Jetzt kann ich sogar rumfliegen. Läuft bei mir auf jeden Fall. Oh, es hakelt aber. Okay. Also, ja, könnte ich machen, so hier so ein paar Kamerafahrten mit in Schein einbringen hier. Wenn ihr da ein paar Ideen habt, schreibt es auch einfach mal in die Kommentare. Und es läuft einfach hier extrem flüssig, das ganze Ding. Sei hier einfach nur so eine kleine Information für die ganzen Schein-Zuschauer hier, dass es hier wieder weitergeht. Und dass ich hier ein Fragen- und Antworten-Video machen könnte und so weiter. Also schreibt mal eure Fragen. Und dann mache ich auch noch hier ein paar Kamerafahrten. Und yo. Und für Eisengolem vs. Monster, die ganzen Eisengolem vs. Monster Zuschauer, am morgen kommt die Abschlussfolge von Shine, also von den Shine Mobs, kommt noch nicht morgen, sondern am Samstag erst. Da kommt dann das Mega Boss Battle Gedingenskirchen. Und dann läuft das Ganze. Und ich würde sagen, das war's auch schon von dieser kleinen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao, Ludi. You.